alles gecheckt. Der Roadtrip ist für mich zu Ende, es geht wieder nach Hause. Jetzt denkt ihr euch, na ja, aber warum macht er dann ein Video? Ganz einfach, weil bisher habe ich mir immer nur Gedanken gemacht, was muss ich alles beachten, wenn ich losfahre. Und heute möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich alles beachte, wenn ich wieder nach Hause komme. Was muss ich im Fahrzeug zum Beispiel machen, wenn ich das Auto längere Zeit abstelle? Wo darf ich es parken? Und all diese Themen, die möchte ich heute mit euch genauer anschauen. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib super gerne dran. Bis gleich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist und mit mir zusammen dieses Video guckst. Warum geht's heute? Heute ist es Vogelwild. Normalerweise macht man sich im Vorfeld immer ganz viel Gedanken. Man plant seinen Roadtrip, man überlegt genau, was nehme ich mit, was muss ich beachten am Fahrzeug und so weiter. Und dann ist es aber eigentlich auch so, dass man eine ganze Menge beachten sollte, wenn man auch wieder nach Hause kommt. Denn nach der Reise ist vor der Reise und das gilt nirgendwo mehr als beim Wohnmobil, finde ich zumindest. Und genau das will dieses Video heute behandeln. Das Thema heute ist so ein bisschen allumfassend, möchte ich sagen. Denn es geht einmal darum, was muss ich im Fahrzeug oder mit dem Fahrzeug beachten, wenn ich zurückkomme. Was sollte ich also ausschalten, was sollte ich ablassen und. Und zum anderen geht es aber auch darum, wo darf ich das Auto überhaupt länger parken? Das ist auch wieder ein ganz verrücktes Thema und da gibt es rechtlich vieles zu beachten. Und da schneide ich heute viele Themen an. Und deshalb, das ist auch ganz neu in den Videos, das erlaubt einem YouTube heutzutage, habe ich dieses Video wieder in Kapitel unterteilt. Das ist noch nicht neu, aber ihr habt jetzt Sprungmarken. Das bedeutet, ich verrate euch gleich die Gliederung und ihr könnt dann anhand dieser Sprungmarken, die ist hier unten an dieser roten Linie, da könnt ihr sehen, da könnt ihr entweder mit dem Finger drauf tappen oder mit der Maus, je nachdem mit welchem Device ihr hier gerade guckt. Und dann könnt ihr genau auf das Kapitel springen, das euch insbesondere interessiert. So, wie habe ich aber jetzt dieses Video untergliedert? Ganz einfach. Im ersten Teil gucken wir uns mal an, was ich mache, bevor ich überhaupt nach Hause fahre. Also vielleicht an meinem Urlaubsort oder Business-Camping-Ort oder wo auch immer. Oder eben auch auf der Reise nach Hause, denn da gibt es auch schon ein, zwei Sachen, die man erledigen kann, damit man das Leben zu Hause deutlich einfacher hat. Im zweiten Teil gucken wir uns dann an, was es alles zu machen gilt, wenn ich zu Hause wieder ankomme. Im dritten Teil gucken wir uns dann genauer an, wo darf ich mein Fahrzeug überhaupt parken? Angenommen, ich kann nicht auf meiner Einfahrt stehen oder ich habe keine eigene Garage etc. Oder ich bin auch irgendwo an einem Ort, wo ich das Fahrzeug einfach mal länger parken muss. Was gibt es hier alles zu beachten, wenn ich das Fahrzeug für längere Zeit abstellen möchte? Ja, und im letzten Teil, da verrate ich euch dann noch mal ein paar persönliche Tipps, wie zum Beispiel Verlinkungen, aber auch Apps, die mir dabei helfen zu entsorgen und. Das alles gibt es da im letzten Abschnitt. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir lange babbeln, wir fangen an mit dem ersten Teil und zwar, was kann ich machen, bevor ich die Heimreise abtrete? Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Was muss ich also jetzt beachten, bevor ich überhaupt erstmal losfahre von meinem Urlaubsort? Und dazu gibt es ja die Camper Safety Card, die soll euch vor Schäden bewahren, die man vielleicht leichtsinnigerweise irgendwie begehen kann, die vielleicht auch andere ordentlichen Schlamassel mit reinziehen können. Die gibt es jetzt auch übrigens in einer ganz anderen Variante, da dürft ihr sehr gespannt sein, könnt ihr mal gucken. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern mir geht es darum, wenn ich mein Fahrzeug zu Hause abstelle, gibt es zwei Sachen, die ich eigentlich vorher schon immer mache. Entweder an dem Ort, wo ich losfahre, also wo ich war, an einem Campingplatz oder Stellplatz oder wo auch immer. Oder wenn ich freigestanden bin oder vielleicht irgendwie bei Freunden gestanden bin oder wie auch immer, ich also nicht bei einem Campingplatz oder Stellplatz war, dann gibt es auch noch was, was man auf der Reise machen kann. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ein wichtiges Thema, bevor ich nach Hause fahre, ist das Thema Wasser. Warum? Naja, ganz einfach. Du hast in der Regel ja nicht nur Frischwasser, das ist noch gar nicht das Thema, du hast auch in der Regel immer Abwasser, also Grauwasser an Bord. Und das ist für mich zu Hause wahnsinnig schwierig abzulassen. Ich möchte es natürlich nicht einfach in die Kanalisation schütten, geschweige denn irgendwie in die Natur kippen. Deswegen ist es für mich in der Regel am einfachsten. Ich mache das Ganze an dem Platz, an dem ich stehe. Und neben dem Grauwassertank ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch die Toilette. In meinem Fall ist es eine Chemietoilette und da tue ich mir einfach wahnsinnig schwer, die zu Hause einfach zu entsorgen. Und deswegen ist für mich das am praktikabelsten, wenn ich das eben vor Ort am Campingplatz oder Stellplatz mache. Denn dort gibt es entsprechende Entsorgungssäulen oder vielleicht sogar ganze Automaten, die einem die Arbeit komplett abnehmen. Bin ich jetzt nicht auf einem Campingplatz oder auf einem Stellplatz, wo ich eine entsprechende Entsorgungsstation habe, dann mache ich das auf der Route und welche Hilfsmittel ich dazu habe, irgendwie eine entsprechende Entsorgungsstation zu finden, das zeige ich euch dann natürlich super gerne im vierten Punkt. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig. Mir ist es früher schon ein paar Mal so gegangen, dass ich nach Hause gefahren bin und plötzlich war die Toilette voll und ich habe mir gedacht, verdammt. Und ein Punkt ist dann natürlich auch nochmal wichtig.
Dann heißt es aber auch, die bleibt sauber auf der Fahrt. Da ist auch die Frage, schafft man das nicht. Aber wie gesagt, zur Not einfach unterwegs entsorgen bei den entsprechenden Entsorgungsstationen. So, und dann bist du zu Hause angekommen und dann geht's gleich mal weiter. Eins ist schon mal klar, die ganze alte Wäsche raus. Dann natürlich Bettwäsche abziehen und ab damit in die Waschmaschine. Hey klar, das Thema Klamotten, Bettwäsche, das ist für dich, für mich, für alle ist das selbstverständlich. Genauso wie den Müll rausbringen und so weiter. Was ganz neu hinzugekommen ist, wo ich mich selber immer wieder dabei ertappe, dass ich es vergesse, das sind diese kleinen Wegbegleiter, die wir mittlerweile haben. Die Masken, ich lasse die irgendwie überall im Auto liegen, statt dass ich sie dann gleich wieder mit rausnehme und durchwasche. Der Maskenpunkt, das ist dann hoffentlich ein Punkt, den wir 2021 von der Liste wieder streichen können. Bis dahin ist es halt so, es gehört dazu und ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es gerne in die Kommentare, aber die Maske, die ist für mich noch nicht so hundertprozentig selbstverständlich, du musst sie überall dabei haben, ist ja auch richtig so, aber das ist halt ein Punkt, den ich oft vergesse, sowohl beim Ein-, aber eben auch beim Ausräumen. Ein extrem wichtiger Punkt, den ihr auf gar keinen Fall auf eurer Ankunftscheckliste vergessen solltet, ist das Thema Lebensmittel. Schaut, ob ihr irgendwo, noch verderbliche Lebensmittel im Fahrzeug habt, die solltet ihr unbedingt rausnehmen. Hier habe ich zum Beispiel, ich hoffe, das ist Brot. Ja genau, das ist Brot, das muss noch raus. Brot wäre jetzt nicht ganz so fatal, das wird schon fatal, aber wenn ihr dann sowas habt wie Wurst oder Milchprodukte, dann wird es ganz übel. Also wirklich schaut das ganze Auto durch, habt ihr irgendwo noch Lebensmittel im Auto und wenn ja, raus damit! Und vergesst mir natürlich auch beim Durchsuchen auf keinen Fall den Kühlschrank. Klingt jetzt lächerlich, aber schaut auch nochmal alles durch. Da habe ich auch schon so manch böse Überraschung erlebt, gerade was so Milchprodukte betrifft. Das ist ganz gefährlich, da kann man oft schnell überrascht werden. Wie ihr seht, bei mir ist das jetzt gar nicht so kritisch hier in dem Kühlschrank. Das ist in erster Linie Aufbaubier, das ist nicht verderblich. Wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man es natürlich trotzdem wegtrinken, zur Sicherheit. Scherz beiseite, wir machen weiter. Ja, und jetzt geht es wieder um Wasser. Wir haben das Grauwasser schon entleert, wir haben auch die Toilette schon vor Ort am Campingplatz entleert. Aber jetzt habe ich zum Beispiel noch restliches Frischwasser an Bord. Ich versuche schon vor Abfahrt immer das Wasser so zu kalkulieren, dass ich da immer richtig hinkomme und dass ich es dann auch richtig aufbrauche. Was ich aber nie mache, da könnt ihr mich jetzt als pieksig ansehen, ich weiß es nicht, ich lasse niemals Wasser in meinem Tank. Wie macht ihr das? Schreibt es mal unten in die Kommentare, was habt ihr da für Tipps und Tricks? Ich habe natürlich so ein Silberionennetz da drin und so weiter, aber trotzdem lasse ich nie den Wassertank voll, weil ich einfach Angst habe vor dieser Algenbildung und ich weiß nicht, wenn das Auto dann mal eine Woche in der prallen Sonne steht, davor habe ich einfach Schiss, ich lasse das Wasser ab. Also insofern dieses Wasser, das ist definitiv nicht schädlich und das nehme ich mir immer mit nach Hause, das lasse ich in der Regel nie ab beim Campingplatz oder bei dem Stellplatz, weil ich nicht weiß, ob ich es vielleicht auch noch unterwegs brauche. Ja, und als nächster Punkt auf meiner Checkliste steht bei mir das Reinigen. Ich sauge das Fahrzeug durch, ich putze es. Ich verwende dabei so wenig Putzmittel wie nötig, weil ich einfach auf Mikrofaser mit Wasser schwöre. Bei manchen Situationen, wie im Badezimmer zum Beispiel, da verwende ich dann schon Putzmittel, nehme aber spezielles Reinigungsmittel, das meine Plastikoberflächen nicht angreift. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wo es solche Sachen gibt, das verlinke ich euch natürlich sehr gerne hier unten. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil damit würde ich euch an dieser Stelle nur langweilen. Ich habe dazu schon mehrere Videos gedreht, wie ich mein Fahrzeug richtig putze, sowohl innen als auch außen, wie man die Fenster richtig poliert. Denn es ist schon so, es ist auf der einen Seite was anderes als eine Wohnung. Es sind einfach andere Materialien, die hier in der Regel verbaut sind. Und von außen ist es auch nicht normaler PKW, weil du hast hier die Seitenfenster oder die Dachhauben, die sind meistens aus Plastik und. Also es gibt schon einiges zu beachten. Und diejenigen von euch, die mich kennen, die wissen, dass ich da super penibel bin. Also wenn ihr euch das reinziehen wollt, dann schaut euch gerne die anderen Videos dazu an. An der Stelle würde es jetzt zu weit führen und wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Ein weiteres Thema finde ich hier und zwar über mein Bedienpanel. Da kann ich nochmal kontrollieren. Einmal sind die Füllstände auch wirklich alle leer. Ist da alles okay? Habe ich die Heizung wirklich ausgemacht oder läuft vielleicht noch der Boiler? Ist so ein Klassiker, dass vielleicht die Heizung aus ist, aber der Boiler läuft noch. Wie sieht es aus mit dem Kühlschrank? Ist der Kühlschrank auch wirklich aus? Das ist am Ende, je nachdem mit welchem System ihr unterwegs seid, wahrscheinlich auch nicht tragisch. Im schlimmsten Fall ist aber zumindest das Gas oder die Batterie am Ende leer. Und das kann man sich hier natürlich sparen und deswegen gucke ich hier auch immer noch mal drauf. Und das ist auch immer noch mal bei meiner Ankunftscheckliste mit enthalten. Naja, dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, kontrollieren sind auch wirklich alle Fenster zu. Das mache ich wirklich immer. Ich schaue, ob alle Fenster ordentlich zu sind. Das ist einmal so eine Versicherungsgeschichte. Ich fühle mich einfach wohler dabei.
was Diebstahl und so weiter betrifft, aber natürlich auch das Thema, wenn es regnet oder wie auch immer Unwetter ist. Wenn du eine Alarmanlage hast, dann weist dich die in der Regel auch nochmal darauf hin, wenn irgendwelche Fenster offen werden. Aber so checke ich eben mein ganzes Auto, ob die Fenster auch wirklich alle zu sind. Dabei werde ich auch immer wieder gefragt, ob ich hier den Rollo zulasse oder offen lasse. Ganz ehrlich, ich lasse ihn offen, auch wenn es natürlich oft mehr Sinn machen würde, ihn zuzumachen, dass die Sonne hier nicht so reinknallt. Aber da knallt ihr halt oft vom Rollo dann das ganze Vlies hier raus und das hängt ja dann so durch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Das ist auch wieder von Fenster zu Fenster bzw. von Rollo zu Rollo unterschiedlich, aber gerade bei meinen Dachluken geht das nicht. An den Seitenfenstern mache ich teilweise die Rollos zu. Was ich nie mache, ist vorne zu, weil ich in der Regel das Auto nie länger als 4-5 Tage stehen habe. Dann bin ich eh schon wieder damit unterwegs und das wäre mir A, viel zu viel Stress und B, habe ich persönlich immer so das Gefühl, das würde dazu einladen, dass der länger steht. Aber hey, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, am Ende ist es nicht wirklich relevant. Da musst du einfach nur gucken, wie du dich wohler fühlst. Jetzt denkt ihr euch zurecht, warum sitzt jetzt schon wieder rum, der faule Kerl? Das hat einen ganz einfachen Grund. Eigentlich zwei Gründe. Und zwar sind die hier. Einmal dieser Schalter hier. Ich habe einen beheizten Grauwassertank. Den brauchst du gerade beim Wintercamping, damit der die Plörre unten nicht einfriert. Da gucke ich natürlich auch immer nach, ist der aus. Im Sommer mache ich ihn gar nicht erst an, aber im Winter ist das eben schon relevant. Und zweiter Punkt, der befindet sich unter dem Sitz, und zwar ist da mein Hauptschalter für den Strom. Das kann natürlich absolut Sinn machen, den auszuschalten. Warum? Damit einfach Stromverbraucher, die am Netz hängen, die Batterie nicht leer machen. Für mich ist das nicht relevant. Warum? Weil ich Stromverbraucher dran habe, die ich auch haben möchte, wie Alarmanlage und so weiter, CO-Melder und sowas. Die sind bei mir auf der Aufbaubatterie mit angeschlossen, also unter anderem. Und zum anderen habe ich einfach ein Solarpanel auf dem Dach und deswegen habe ich damit keinen Stress. Aber man soll es eben beachten, gerade wenn man länger stehen bleibt. Ja, und wie haben wir vorher so schön gesagt, nach der Reise ist vor der Reise. Das bedeutet, ich mache es in der Regel auch so, dass ich meinen Camper dann wieder mit frischen Sachen neu bestücke, Klamotten, so Notklamotten, weil ich mache das so ein bisschen wie James Bond. Ich möchte immer bereit sein. Wenn das Telefon klingelt, dann bin ich aus dem Haus raus, bin im Camper drin und kann losfahren, ohne dass ich irgendwas packen muss. Ich möchte einfach nur das Gefühl haben. In der Regel packe ich natürlich trotzdem immer, aber ich möchte einfach immer das Gefühl haben, abfahrbereit zu sein. Das bedeutet, Bett wird wieder frisch bezogen, Klamotten werden wieder frisch reingelegt, aber auch so Verbrauchsmaterialien wie Duschgel und so weiter gucke ich nochmal nach. Und dabei ist eins ganz, ganz wichtig, das ist bei mir diese Schublade hier. Und zwar kontrolliere ich nochmal nach, ob ich dann auch wirklich Toilettenzusatz dabei habe, ob ich das entsprechende Toilettenpapier dabei habe. Wenn nichts ist schlimmer, wenn du nachts irgendwo stehst und dir gehen diese Sachen aus und du kannst sie nicht nachkaufen. Also insofern gucke ich beim Nachfüllen immer, dass das dann auch direkt wieder voll ist, damit ich diese ganze Arbeit und diesen Stress nicht habe, wenn ich los war da, weil da bist du in der Regel mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, nächster Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, den ich eigentlich immer mache, wenn ich unterwegs war, dass ich das Fahrzeug nicht nur innen komplett säubere und wieder herrichte, sondern natürlich auch von außen säubere. Gerade im Winter ist mir das extrem wichtig mit dem ganzen Salz, aber auch im Sommer kannst du da Verschmutzungen haben, die einfach dann am Ende vielleicht zu Kratzern führen können etc. Deswegen fahre ich eigentlich so, sofern es mir die Zeit erlaubt, das muss man ja auch dazu sagen, immer sehr gerne zum Auto waschen. Das machen wir jetzt auch. Ich will euch das Ganze ersparen. Dazu gibt es ja auch schon ein Video. Das könnt ihr euch super gerne angucken. Und wir machen dann einfach weiter mit dem nächsten extrem wichtigen Punkt. Ja, und damit sind eigentlich für mich die wichtigsten Sachen erledigt. Zumindest bei meinem Camper und bei meinem, ich möchte sagen, Reiseverhalten, aber das ist ganz wichtig, das ist bei euch allen natürlich unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, mit welcher Konfiguration, Gas oder nicht Gas, bei mir, ich habe einfach kein Gas dabei, weil ich es nicht brauche, auch wie reist ihr, steht das Auto jetzt 4 Wochen, 8 Wochen oder gar länger oder steht es wie bei mir in der Regel einfach nur 4-5 Tage und dann bin ich damit eh wieder auf der Tour. Also insofern gerne unten in den Kommentaren ergänzen, was ihr noch alles macht, wenn ihr zu Hause ankommt. Das Allerwichtigste ist jetzt aber, und das klingt vielleicht total banal, absperren und auch kontrollieren. Mir ist es wirklich schon mal passiert, dass ich hier rumgeräumt habe, alles vorbereitet habe und dann einfach nur die Türen zugemacht und weg war ich. Warum auch immer. Ich war irgendwie in Gedanken und habe vergessen, es zuzusperren. Seitdem kontrolliere ich das immer noch mal nach. Ich schaue wirklich und ich habe auch den großen Vorteil, ich habe eine Alarmanlage und die signalisiert mir das auch noch mal per Ton, ob das Fahrzeug wirklich zugesperrt ist und vor allem auch, ob ich alle Fenster geschlossen habe. Sollten die nicht alle zu sein, da gibt es bei mir so ein Piepson, wo ich genau weiß, irgendwo ist noch was offen. Und insofern sind wir damit erstmal durch und wir kommen zum nächsten Punkt. Das Auto ist jetzt abstellbereit, aber wo zur Hölle darf ich es überhaupt parken?
Und jetzt ist eigentlich der spannendste und wichtigste Punkt, wo kann ich das Gefährt denn überhaupt abstellen, wenn ich das für längere Zeit parken möchte oder muss? Und da sind natürlich alle gesegnet, die ihr Fahrzeug in der Halle abstellen können, in der Scheune, in der Garage, auf einem festen Stellplatz, wie auch immer. Die sind da echt gesegnet. Aber das kann zwei Nachteile haben. Einmal kann es ein bisschen teuer werden und zum anderen kann es aber auch dazu führen, dass du nicht so nah an deinem Fahrzeug bist. Und das ist wirklich was, was ich euch unbedingt raten würde. Versucht so nah wie möglich an eurem Fahrzeug zu sein, beziehungsweise versucht das Fahrzeug so nah wie möglich an eurem Aufenthaltsort zu parken, denn nur dann nutzt ihr das Fahrzeug euch wirklich regelmäßig und auch mal spontan für einen kurzen Trip. Eins ist auf alle Fälle mal klar, hier kann ich ihn nicht stehen lassen und das würde bei mir auch überhaupt keinen Sinn machen. Aber wo kann ich denn jetzt parken? Im Prinzip ist es ganz einfach. Du darfst erstmal überall parken, auf öffentlichen Parkplätzen oder auf der Straße, wo das Ganze erlaubt ist, also nicht explizit verboten ist. Und du musst zwei Kriterien erfüllen. Dein Fahrzeug muss zugelassen sein, Klammer auf, Saisonkennzeichen beachten, Klammer zu. Und der zweite Punkt ist, dein Fahrzeug darf nicht mehr als 7,49 Tonnen wiegen. Wiegt dein Wohnmobil mehr als 7,5 Tonnen, dann sieht die Rechtslage leider wieder ein bisschen anders aus. Denn hier sagt die Straßenverkehrsordnung Folgendes, dass du nicht zwischen 22 und 6 Uhr oder an Feiertagen oder am Wochenende in geschlossenen Ortschaften stehen kannst. Das kann aber auch von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sein. Da kann es spezielle Verordnungen geben, dass das doch funktioniert. Also da unbedingt erkundigen. Das bedeutet also jetzt für mich, wo mein Fahrzeug deutlich unter 7,49 Tonnen wiegt, dass ich eigentlich ganz normal im Wohngebiet parken darf, überall da, wo es eben erlaubt ist. Aber man muss zwei Sachen beachten. Einmal darf man die Verkehrssituation nicht behindern. Das bedeutet, man darf zum Beispiel keine Verkehrszeichen verdecken, was ja mit so einem hohen Fahrzeug durchaus schnell passiert. Und man darf zum Beispiel auch keine Fahrradfahrer behindern oder Fußgänger behindern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist, es gibt Schilder, die es einem explizit erlauben, zum Teil auf dem Randstein stehen zu dürfen, also damit zu parken. Das ist auch soweit okay, aber dein Fahrzeug darf dann nicht über 2,8 Tonnen wiegen. Ansonsten ist das auch verboten. Ganz wichtig. Parken ist nicht Camping. Wenn du dich also jetzt gemütlich hinlegen möchtest und schlafen möchtest, kannst du das durchaus tun für eine Nacht, sagen wir mal maximal, aber nur, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Und da sagt man, das sollte nicht länger als 10 Stunden dauern. Jetzt ist aber auch nochmal ganz wichtig, die Fahrtüchtigkeit stellst du nicht her, indem du die Markise rausfährst und draußen Stühle aufbaust, denn das ist Camping und dann verhält sich schon wieder ganz anders. Insofern hoffe ich, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Wenn ihr dann noch weitere Hinweise habt, super gerne unten in die Kommentare. Damit also zu meinen Tipps und Tricks für euch, die ich dazu noch auf Lager habe. Ich habe natürlich für euch wieder eine Checkliste gemacht. Ihr findet die auf meiner Website. Ich verlinke das Ganze unten auch nochmal in der Videobeschreibung. In meinem Blog findet ihr also diese Checkliste, wo all diese Punkte mit drin sind. Auch eine Excel-Liste, die ihr euch dann runterladen könnt, sodass ihr die selbst nochmal bearbeiten könnt. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr da weitere Hinweise habt, weitere Tipps, Sachen, die ihr immer anwendet, die uns allen helfen würden. Wenn ihr mir die in die Kommentare reinschreiben würdet, dann würde ich die auch auf die Liste mit aufnehmen. Und damit hätten wir am Ende alle was davon. Und das wäre natürlich richtig cool. Und das ist auch genau das, finde ich, was Camping am Ende ausmacht. Wir helfen alle zusammen. Und das würde mich riesig freuen. Wie gesagt, das ist so mein wichtigster Tipp. Nehmt euch diese Liste wirklich zu Herzen und guckt euch das immer wieder an, weil es gibt immer wieder mal Sachen, da ertappe ich mich heute noch, wo ich mal Sachen vergesse und ich ärgere mich einfach nur, wenn ich losfahre. Und umso penibler du bist, wenn du nach Hause kommst, umso mehr Freude hast du, wenn du wieder einsteigst und losfährst. Es ist einfach so und das ist auch geil so. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir vorher schon mal gerade im ersten Punkt besprochen mit der Entsorgung der Toilette, aber auch mit dem Grauwasser. Da habe ich ja schon gesagt, da habe ich zu Hause einfach ein Riesenproblem. Das kann ich einfach schlichtweg nicht. Ich habe diese Apparatur nicht zu Hause. Ihr vermutlich auch nicht. Und wenn ja, dann sagt mir Bescheid, komme ich vorbei. Ich mache das, wie ich gesagt habe, am Stellplatz oder am Campingplatz. Jetzt ist es aber oft so, dass ich frei stehe, dass ich bei Freunden übernachte, nach einer Party losfahre oder dass ich irgendwie, ich mache ja viel Business-Camping, dass ich auf Natur bin, wo ich beim Kunden auf dem Parkplatz gestanden habe und einfach keine Entsorgungsstation habe. Jetzt muss ich die auf dem Weg finden. Und ich muss zugeben, in Deutschland ist es gar nicht so einfach. Da gibt es andere Länder, die machen das ehrlicherweise viel, viel besser. An Raststätten und so weiter hast du da überall Entsorgungsstationen. Das ist bei uns eher nicht der Fall. Um jetzt passende Entsorgungsstationen zu finden, behelfe ich mir gerne mit Apps. Und ihr habt ja vielleicht schon meinen Stellplatz-App-Bericht gesehen, den ich gemacht habe, wo ich die ganzen Stellplatz-Apps durchgetestet habe. Und da ist was ganz was Tolles passiert. Und zwar Park4Night hat ein komplett neues Design und ist damit, finde ich, viel, viel benutzerfreundlicher geworden. Und das ist auch ehrlicherweise mein Tipp, den ich an euch habe. Ich verwende ihn erst in den Park4Night. Da kannst du nämlich auch im Filter auswählen, dass du nur Entsorgungsstationen suchst.
Und das können dann Stationen sein, die an der Autobahn liegen oder an Tankstellen liegen, wo du zwar nicht übernachten kannst, aber wo du wirklich entsorgen kannst. Auch Parkplätze findest du dort super. Und da gibt es auch noch weitere Apps. Es gibt auch Apps, wo du zum Beispiel auch gezielt nach Stellplätzen suchen kannst, wo du dein Fahrzeug für längere Zeit abstellen kannst oder überwintern kannst, also wo wirklich Angebote ausgesprochen werden, um solche Plätze zu finden. Also behelft euch wirklich diese Apps. Ich bin da ein großer Fan von, weil sie das Leben einfach deutlich vereinfachen und weil du die Plörre einfach wirklich dahin schütten solltest, wo sie hingehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Und damit bin ich auch fertig mit meiner Checkliste für die Ankunft, wenn man wieder zu Hause ist. Ich weiß, das Thema ist nicht so euphorisch und es ist nicht so emotional wie Reiseberichte oder wie die Vorfreude auf eine Tour. Aber ich verspreche euch eins, wenn man das einfach nur mal verinnerlicht hat, das ist alles kein großes Problem und du freust dich wirklich enorm, wenn du einsteigst und wieder losfährst. Das ist irre cool und dein Auto weiß es auch zu schätzen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Also in diesem Sinne, schreibt mega gerne in die Kommentare, wenn ihr, wie gesagt, noch Tipps habt, dann würde ich das auf dem Blog mit aufnehmen und lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Das ist ein Punkt, wo ich mich total drüber freue, der mich motiviert, weiterhin solche Videos zu machen. Und wenn ihr total crazy und verrückt seid, dann abonniert auch super gerne den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr von Fan for Van, wo es in der Regel immer um Tipps und Tricks rund ums Camping geht. Und auch das ist für mich eine irre Bestätigung, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch, ihr wisst es, wie es ist, egal wohin auch immer ihr reist, kommt gesund und glücklich wieder zurück und dann macht ihr ganz brav eure Ankunftscheckliste. Würde mich freuen. In diesem Sinne, alles Gute, euer Markus. Ciao.